Hallo und herzlich willkommen. Hier bin ich wieder, euer Volki. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich riesig und wir starten einfach mal unsere tolle Insel, von der wir nämlich heute wegziehen werden. Ich habe mir vorgenommen, nach einer schöneren, größeren, besseren Insel zu schauen. Ja, und wen könnte ich da besser mitnehmen als euch, ihr, die mir hier mit Rat und Tat zur Seite steht? Schauen wir doch einfach mal, was es da so ergeben wird. Was sagt die Uhr? Wir haben 7 Uhr morgens. Es geht uns recht gut. Es ist alles im grünen Bereich. Und dann würde ich doch mal sagen, was müssen wir mitnehmen? Schauen wir doch mal. Wir müssen mitnehmen, ja, ich würde sagen, unsere Kisten. Dazu gibt es ein paar Sachen, die wir brauchen. Ich nehme mal diese Ho zum Beispiel mit. Dann nehme ich das hier mit. Also unser. Ihr wisst schon, wie nennt sie sich, unsere Plane. Denn das werden wir immer brauchen. Hier so ein. Ja, die Ho. Ach so, ich habe sie ja in der Hand, da kann ich ja nicht, ne? Ihr wisst schon. So, vielleicht mache ich mir mal eine Werkzeugkiste. Das ist keine schlechte Idee. Hammer, Axt und Messer. So, das ist schon mal gut. Dann haben wir hier einmal Fleisch. Einen kann ich gleich essen, wenn es soweit ist. Also genau bevor wir losdüsen. Dann packe ich da mal das hier hoch rein. Den Stein muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Vielleicht doch das. So, gucken wir mal. Ja, dann sind wir ja voll. Cool. Okay. Gibt es noch was hier? Hier ist auch alles im grünen Bereich. Oh, Moment. Ich muss die Steine mitnehmen, Leute. Das ist unbedingt sehr wichtig, denn egal wo auch immer wir ankommen werden, wir werden die Steine brauchen. Dann nehme ich mal das hier raus und dann die ersten 4 Steine da rein. Dann ist die Kiste schon mal voll, kann schon mal an Bord. Hier passt kein Stein mehr rein. Oder ich mache das so. Ja. So, dann gucken wir mal, wie viele Steine haben wir? 2. Liegen hier noch welche? Ich kann mal gucken kurz. Ich glaube nicht. Sicher ist sicher. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir aber auf alle Fälle dieses Teil hier noch mit. Das ist nämlich wichtig, denn nicht nur, dass wir immer wieder mal Durst haben, sondern auch wenn wir angekommen sind drüben auf unserer neuen Heimatinsel. Wie geht's uns überhaupt? Ja, klar, wir brauchen noch gar nichts mehr. Super. Okay, schön. Ja, dann würde ich sagen, das können wir dann hier bei uns behalten. Dafür lasse ich dann dieses dämliche Ding da. Dämlich will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber unnötig. Sagen wir mal so. 1, 2. Ja, cool. Ich glaube, dann haben wir eigentlich alles. Fehlt noch irgendwas? Ja, eine Kiste, ne? Also die habe ich in der Hand. Ja, nee, toll. Natürlich habe ich die in der Hand. Ist ja klar. Was lasse ich denn hier von den unnützen Dingen? Ich würde sagen, das Stone Tool. Das kann ich mir immer noch machen. Das lasse ich jetzt mal da. So. Und jetzt bin ich auch voll. Das Stück Fleisch könnte ich jetzt mir verpuzzelmuckeln. So. Danke. Und könnte jetzt noch eins mitnehmen. Und zwar kann ich das in der Hand halten und nehmen dann sogar 2 Stacks hier mit von den Teilen, denn ihr wisst, was brauchen wir noch? Was kann noch weg? Ich lege das mal kurz ab. Ja, das hätte ich eigentlich alles gerne behalten, das auch, die Blume auch, Wassertopf sowieso. Ja, das hier kann zum Beispiel weg hier. Ich weiß ja, wo es ist. Aber Holz ist jetzt im Moment einfach wichtiger. Ne? Das ist nun mal so. Okay, dann würde ich sagen, gibt es noch was hier im Smoker an Fleisch? Nein. Haben wir alles? Ja, sieht sehr gut aus. Dann müssen wir uns nur noch umgucken, wo wir denn gerne hin wollen. Ich würde sagen, wo habe ich denn geparkt? Also ehrlich. Sis. Halt, bleib ruhig. Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Erstmal schön ins Wasser gehen hier. So, geh schon mal vor. Ich komme dann die Tage mal nach. Sehr vorbildlich. Jawohl, ja. So. Okay. Das kann ich ja nun mal. Mein Schiff umkippen. Das kann ehrlich gesagt keiner so gut wie ich. Halt. Und? Wie steht's mit uns? Ich hoffe, ja.
Schön. Gut, dann würde ich sagen, drauf hier. Gut, super. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, fahren wir dahin oder fahren wir dahin? Ich würde sagen, ich fahre dahin. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und dann gucken wir uns diese Insel mal an und schauen, wie es denn ja, da aussieht, ob wir da mehr Platz haben. Eigentlich sieht die ja größer aus, ne? Aber da ist wieder voller bebaut. Was meint ihr? Die? Ich glaube, die. Komm, ich nehme die. Irgendeine muss ich ja nehmen, deswegen nehme ich jetzt die. Da fahre ich jetzt einfach mit euch hin. Hier, da, die ist auch weiter weg. Das scheint auch so auszusehen, als ob da irgendwas ist. Also wrackmäßig. Es wäre cool, wenn wir ein schönes Wrack dort finden würden. Ja, der Anfang, den wir jetzt machen müssen, ist natürlich wieder gleich. Wir bauen uns wieder als erstes den Solarstill, damit wir ja, genug Wasser haben. Dann bauen wir uns ein Zelt, damit wir speichern können. Und ja, dann sind wir auch schon mit diesem Level fertig. Das wäre nämlich cool. Und dann können wir, wenn es noch hell sein sollte, uns dann mal die Insel angucken, ob wir überhaupt da bleiben mögen. Denn ich brauche ja gar nicht viel. Ich bin nicht so anspruchsvoll. Ich hätte gerne einfach nur ein schönes Plätzchen, um ein Haus zu bauen. Das sieht am Rand ist irgendwas. Es sieht aus wie ein Wrack. Das wäre schon cool. Ich glaube, wir haben die richtige Wahl getroffen. Auch wenn sie ein bisschen weiter weg aussah. Aber ich habe mich ja dagegen entschieden, das zu schneiden hier. Diese Überfahrten immer. Wir sind ja jetzt schon bedeutend schneller als mit dem Paddelboot da. Deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm. In dem Paddelboot habe ich, glaube ich, noch ein paar Lebensmittel vergessen, aber ihr wisst schon, diese Dosen. Fast Food, hätte ich bald gesagt. Aber ist ja völlig egal. Wenn, dann können wir immer noch zurück. Obwohl ich nicht glaube, dass ich den Orientierungssinn habe, dass ich nach zwei oder drei Umzügen noch weiß, wo meine Insel war. Natürlich nicht. Ist doch ganz klar. Wisst ihr, was mir hier fehlt? Die weißen Tauben sind müde. Ihr wisst schon. Ne? Aber ich sehe keine. Keine Taube. Es ist wohl zu weit. Aufs Meer hinaus trauen sie sich nicht. Ich glaube, wir haben hier eine bessere Wahl getroffen als da, wenn wir die genommen hätten. Das sieht gut aus. Guck mal, davor ist ein Wrack. Haben wir an der Seite auch noch? Oh, Leute. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe mir die Insel irgendwie hier selber. Nee. Das mache ich, wenn dann nur mit euch. Also. Ich habe kein Problem damit, mir eine eigene Insel zu machen, so wie wir sie haben wollen, mit mehr Platz und so. Aber nicht ohne euch. Das geht nicht. Das mache ich nicht. Es ist jetzt nicht, wie heißt das, nicht fake oder es ist auch nicht Cheat, denn das bietet der ja, diesen Topografen, den bietet er ja hier an. Ich kann ja hier drauf gehen. Ich kann das ja im Menü einfach starten und bastel mir dann meine eigene Insel. Das können wir machen. Ich kann mir hier Laternen drauflegen. Da ich ja so auf Licht stehe, das habe ich auch alles schon gemacht in anderen Versionen, dass ich mir da richtig schön, ja, hier Laternen, guck mal, da können wir schön anlegen. Boah, das ist ja eine tolle Show, liebe Freunde. Das ist eine tolle Show. Schaut euch das mal an, so schön im seichten Wasser. Also, ich will ja jetzt echt nicht angeben, ne? Aber ich glaube, dass, ja, ehrlich gesagt, guck mal, dann gehen wir mal hier hin. Hier haben wir auch schon Stein und Plane. Das trifft mich natürlich begeisternd. Dann legen wir erstmal hier die Hölzer ab. So, gehen ein Stück zurück. Das was nicht übertreiben. Sehr schön. Nehmen dann Stein, Stein und Stein. So. So. Ist das hier unsere? Nee, das ist die nicht. Okay, dann müssen wir nachher. Wir müssen uns sowieso noch mal auseinandersetzen mit dem einen Thema. Ich lege die Steine mal hier mitten in den Stein. Was haltet ihr von dieser Idee? Ich wieder, ne? Ja, sagt das ruhig. Ja, so bin ich halt. Hart, aber gerecht. Knallhart und knüppeldick. So.
Und jetzt kann ich nämlich meine wunderschöne Dingens dahin packen. So, der kommt auch noch hier hin. So, und hier neben dann die Kisten. Und zwar. So, drei Kisten. Das sieht gut aus. Haben wir noch mehr? Nö. Okay. Jetzt haben wir noch was zu trinken. Unsere Blume hier, unsere. Die ist ja, glaube ich, oder war dafür gedacht, so eine Gesundheitsgeschichte zu machen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, dann würde ich sagen, trinken tue ich noch nicht. Ich gehe jetzt mal eben, oder ich düse jetzt mal eben schnell hier auf das Schiff. Hoffe, dass mich hier kein Dingens ereilt. Ihr wisst schon, wie er heißt, der Gevatter Hai. Denn ich würde gerne gucken, dass wir hier schauen, ob es hier nicht irgendwas gibt wie eine Kiste. Sieht nicht so aus. Kann ich hier rein? Nein. Okay. Aber da oben kann ich hin. Okay. Gucken wir mal. Gehen wir mal hier rum. So. Ja, wir haben schon Luft. Keine Sorge, mein Freund. Gibt es hier was? Ja, da gibt es Fässer. Da können wir nachher unser Dingens anbauen hier. Unser Floß. Hier ist eine kleine Kammer. Das finde ich auch gut. Haben wir denn hier irgendetwas drin? Nee, ne? Hier kommt man nicht immer so gut rein. Nö, sieht nicht so aus. Hier ist nichts. Also hier ist der Dingens begraben. Wie heißt er? Der Hund. Ja. Wo ist ein Hai? Ja, von mir aus. Irgendwo ist ein Hai. Habe ich ihn jedenfalls gehört. Der macht ja immer die Welle, der Hai. Ihr wisst schon. Er meint, er wäre es. Er wäre der Coolste. Oh, guckt mal. Wisst ihr, was das Schöne ist? Oh, Volki hat seine Laterne. Ja, heute ist mein Tag, der Tag der Tage. Das brauche ich nicht. Ihr wisst ja, ich stehe nicht so auf diese ganze Caporetta-Geschichte. Ich will kein Floß. Will ich alles nicht. Ich will eigentlich nur jetzt ohne Hai. At home. Ne? At home. My home is my castle. Mache ich die Dinge jetzt schon ab? Was sagt ihr? Hm? Habe ich die Axt denn am Start? Nee, ne? Natürlich nicht. Nee, dann mache ich sie jetzt noch nicht ab. Ihr wisst schon, ne, wenn ich die hier abhaben will, muss ich sie über Bord schmeißen und kann mir dann mein Floß erweitern. Das ist aber... Oh, hi, du auch hier? Ja, das ist ja mein Ding. Na komm, ist egal. So, wir hoffen, dass er uns nicht beißen. Dude. Ey, Dude. So, dann legen wir die Kiste hier auch hin. Da bin ich ja froh, dass ich hier jetzt endlich eine Laterne habe. Die werde ich auch sofort auf die Kiste stellen. Ihr werdet es nicht glauben. Denn wenn mein Zuhause hier leuchtet, dann bin ich eigentlich erst zu Hause. Was sind die? Okay. Bleibt cool. So. Gut. Jetzt geht's los. Was steht an? Um uns unser Lager zu bauen. Wir brauchen einen Wassermaker. Das ist das Erste. Gut. Dann stellen wir uns mal hier hin. Drücken C. Und halten sie gedrückt. Funktioniert nicht. Dann gehen wir hier ins Menü. Wassermaker. Wir brauchen ein Läschchen, drei Steine und eine Folie. Wie, hast du die Folie nicht? Wieso nicht? Die liegt doch hier, oder nicht? Oh, sag nicht, ich muss sie in der Hand haben. Der ist ja pingelig. Hä? Was sagt ihr dazu? Also, ich weiß ja nicht. Guck mal, das ist cool. Den stelle ich mir hier hin. Oh, und da oben, ich glaube, hier könnte ich mich wohlfühlen, Leute. Guck mal, hier kommt jetzt der so ein bisschen im Schatten, wo Mr. Crab rumläuft. So, da passt sogar noch einer hin. Vielleicht schaffe ich sogar noch einen. Denn ihr wisst, wir brauchen sehr viel Wasser. Das ist so und bleibt so. Da müssen wir durch. So, hier haben wir noch Steine. Die. So. Nein. Dann gehen wir hier nochmal hin. Und zwar fehlt mir jetzt noch ein Läschchen. Okay. Haben wir noch einen? In irgendeiner Kiste? Werkzeug? Steine? So. Cool. Steine legen wir mal da ab. Ach, ich habe ja noch gar keinen Platzverlust. Hier ist Verbandszeug. Fleisch. Nochmal Verbandszeug. Ja, komm, dann nehme ich das Verbandszeug von hier und pack das hier rein. So. Und jetzt müsste ich mir dann kurz meine... Ich da noch dran? Wow, der hat aber einen langen Arm, der Junge, ne? Müsste ich mir mal kurz ein Lashing organisieren. Hier so eine Jucker. Ich hoffe, ich trete jetzt nicht in irgendeine... Ihr wisst schon, ne? In irgendeine Krabbe. Komm,
kann dich gebrauchen, meine liebe Krabbe. Denn auch heute Abend habe ich Hunger. Verstehst du? Die Problematik, die dahinter steckt. Da haben wir schon mal wieder einen. So. Jetzt müsste ich dann nur mal versuchen, den Bubble zu halten, was mir ja immer, wie ihr wisst, sehr schwer fällt wegen Schlange. Da mache ich mal hier ein bisschen lauter bei mir selbst. Ich habe den Sound ja hier etwas runtergestellt. Zwei. Ich brauche jetzt nur noch zwei, ne? Eins. Ich möchte jetzt nur nicht, dass mich so eine Schlange ereilt, denn mit denen ist nicht so gut Kirschen essen. So, eins. Kriegen wir noch einen? Nein. Aber wir kriegen den Solarskill hin. Komm, gehen wir gleich hin. Setzen den gleich hier neben. So. Hast du da hin, davor, daneben, da rein? Ja, glaube ich schon. Er will da nicht so, wie ich wohl will. Aber das ist nicht schlimm. Stellen wir eine so. Sollte schon ein bisschen gerade sein, ne? Finde ich, für meinen Teil. Komm, dann gehen wir hier hin und stellen ihn so davor. Das passt. Cool. Leute, jetzt können wir nicht mehr verdursten. Das ist doch schon mal schön. Steine haben wir hier. Wo war die kaputte Jucca? So, kriege ich jetzt noch einen? Nein. Eins. Ich habe jetzt zwei. Und eigentlich müsste ich hier bei der kaputten Jucca jetzt noch was finden. Da. Drei. Gibt's noch einen? Hello. Hello, Jucca. Einen hätte ich noch gern. Vier. Cool. So, machen wir ein Läschchen. Denn wir brauchen jetzt zum Abschluss, bevor wir das Spiel beenden, kurz, ihr wisst schon, ein Zelt. Dann können wir speichern und dann war's das für heute. Und wir sind, okay, ich bin gut, 17 Minuten. Alter, ich will ja nichts sagen, aber also, manchmal staune ich über mich selbst. Das muss ich ja jetzt echt mal sagen. Komm, Volki, geh nicht wieder und fang wieder an, Sachen zu machen, die du gar nicht machen willst. Das ist schon immer mein Problem gewesen. Es fing schon in der Schule so an. Das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Aber jetzt kann ich einen auch noch mitnehmen, ne, wie ich finde. Habe ich drei? Ne, vier. Guck, da können wir noch ein Lashing machen. Haha. Ihr wisst ja, wie man diese Lashings immer braucht. Keiner weiß das so wie ihr mittlerweile. Für jedes bisschen. Ich will mir doch noch diese Pickaxe machen. Aber dafür brauche ich dann wieder Leder. Das heißt, die haben wir ja jetzt in diesem Schiff nicht gefunden, trotz der vielen Kisten. Okay, dann gehen wir mal. Jetzt muss ich aber gucken, mich von einem eben ganz kurz trennen. Und zwar von so lange, sagen wir mal, eins von vier. Komm, lege ich den kurz hin. So. Und jetzt kann ich die mitnehmen. Eins, willst du nicht? Jetzt aber. Jetzt haben wir den gemacht. Und jetzt da habe ich 2, 3, 4. So, jetzt brauche ich nur noch meine Axt finden, die ich irgendwo. Habe ich die? Axt, 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 Axt. Da ist er. Gut. Schön. Da ist noch ein Stein. Das können wir uns später drum kümmern. Wo ist denn mein. Ihr wisst schon. Hier ist es. Cool, mein kleines Lager. Jetzt kommt noch ein Zelt hier hin. So. Und zwar. Zelt. Kriege ich natürlich nicht so hin. Müssen wir hier oben ansetzen. Und zwar will er noch dreimal Stöcker. Wie viele Stöcker habe ich? Ich habe, gucken wir mal eben, zwei. Ja, dann hole ich mir halt noch einen. Mein Gott, der stellt sich ja immer an, ne? Zelt bietet er mir nicht an. Aber jetzt. Okay. Dann gucken wir mal, wo soll es hin? Ich würde sagen, es soll zu den Wassermakern. Ja, ne? Schön hier neben der Wassermaker. So. Und hiervor jetzt noch ein Lagerfeuer. Ja, das kein Ding brauche ich auch, ne? Gut. Muss ich ja. Hilft ja nichts. Denn ich habe zwar jetzt eine Laterne endlich. So. Lagerfeuer. Haben wir. Das setzen wir mal schön hier vor das Zelt. So. Dann hätte ich gerne noch einen Smoker. Kriegen wir den so? Nee, natürlich nicht. Smoker, du süßer kleiner Smoker, du möchtest von mir, das habe ich, das habe ich. Ach so, den Stein.
Ja gut. Das haben wir ja, ne? Also Steine haben wir doch noch hier. Wie haben wir nicht? Nur noch einen einzigen Stein? Ich fasse es nicht. Ich dachte, ich hätte mehr. Wie sieht's denn aus? Nee, wir haben noch genug Steine. Der soll man nicht. Der soll man nicht. Also der soll man, soll er auch, ne? Ihr wisst schon, cool bleiben. So. Ja, jetzt mache ich da wieder ans Lagerfeuer. Klar. Ich habe das Feuer doch hier. So, darf ich jetzt? Also. So, und kriege ich jetzt noch einen Smoker hin? Was brauche ich für einen Smoker? Erstmal Maisfeuer an, würde ich sagen. Wo ist das Kindling? Da, Feuer an, gib Gas. So. Boah, Leute, jetzt haben wir es gleich. Ich bin begeistert. Das läuft wie eine Swissian Clock, wie eine Schweizer Uhr. Komm, einer. So, schön, das legen wir jetzt ab. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch den hier, den Smoker. Was fehlt mir? Ein Lashing habe ich. Drei Holz und drei Steine. Okay. Haben wir noch drei Steine? Nein. Haben wir, was haben wir hier? Wir haben zwei Steine. Das ist aber nicht so schlimm, denn ich habe vorhin einen Stein noch irgendwo gesehen. Warte mal, ich könnte ja mal kurz hier mit meiner Laterne. Gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Ne? Ihr wisst schon. Wie es einst geschah in bunten Reigen. Guck, hier, da. Direkt auf dem Stein. Auf dem Stein ist meistens Stein. Cool, ne? So, was braucht er noch? Er möchte noch Smoker. Dreimal Holz. Die habe ich doch, oder nicht? Klar habe ich die. Stell dich nicht so an. Greif ja nicht hier rüber. Das könnte zu viel verlangt sein für dich. So, darf ich jetzt? Smoke. Das sieht sehr gut aus. Liebe Freunde. Ich möchte den etwas drehen. Wie kann ich den am besten? Ja, so. So ist gut. Ich denke, gekauft. Guck mal, jetzt habe ich mir... Oh, schön. Ich komme ins Zelt. Ich komme ans Wasser. Ja, Leute. Wir sind soweit. Wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt können wir ein Schlückchen trinken und dann Hayabimba machen. Ah, guck, der ist sogar schon voll. Wie geht's uns denn hier? Trink. Trinktechnisch geht's uns gut. Essenstechnisch, ja, könnten wir, aber da warte ich bis morgen mit. Freunde, schön, dass ihr dabei wart. Wir sind tatsächlich bei 22 Minuten. Ich bin mit 6 Paar Schuhen nämlich nicht zu bremsen. Bedanke mich. Es hat Spaß gemacht mit euch. Ich stelle hier mein Laternchen hier noch hin. Und dann gehe ich nämlich schlafen. Es war schön, gute Nacht und bis dann. Wir speichern das eben. So, und gehen dann schlafen. Das soll's gewesen sein. Bis dann. Tschüss.